Gutes. Das ist alles, Roman. Dieser Ort wurde von den geplagten Seelen befreit. Danke, Garrett. Ich weiß nicht, wie ich das jemals bei Ihnen wieder gut machen kann. Der Dank gebührt Ihnen. Ich muss mich sputen. Vielleicht bin ich noch nicht zu spät, ihn zu erwischen. In seinem Brief erwähnte er den nächsten heimgesuchten Ort. Szene 2. Margaritas Haus. Mr. Garrett, so viele Jahre sind vergangen, seit wir uns das letzte Mal trafen. Barrymore, es freut mich, Sie wiederzusehen. Doch mir scheint, dass Sie irgendetwas betrübt. Er kam zurück, Mr. Garrett. Er war wieder hier und verfluchte das Haus. Diese Geschichte wird nur mit meinem Tod ein Ende finden. Oder mit seinem. Bitte reinigen Sie dieses Haus. Vertreiben Sie die Geister. Tun Sie es nicht für mich, sondern um Margaritas Willen. Sie wissen, dass ich Sie liebe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen, Barrymore. Okay. Dieser Dämon ist ungeheuerlich. Welch dunklen Mächte hat Mephisto bloß herbeigerufen? Okay. So, Briefkasten. Ich sollte einen Schlüssel benutzen, um dieses Schloss zu öffnen. Können wir das mitnehmen? Nö. Gut. Was brauchen wir hier? Kätzchen. So, Alter, was fliegt denn hier alles rum? Ich sollte einen Dosenöffner benutzen. Was ist das für ein Chaos? Hier würde ich einfach ein Entsorgungsunternehmen holen und hier mal kurz die Hütte klein machen. Ach du Scheiße. Okay. Schlüsselschere, Gottesanbeterin. Soll ich hier was finden, ey? Das ist ja fies, das ist auf alle drei Bilder aufgeteilt. Okay. Dürfte interessant werden. Schäufelchen. Zwei Raupen und eine Medaille. Das ist keine. Na, ja, das wird interessant. Öllampe, Flöte. Ja, das wird wirklich interessant. Okay. Briefkasten? Da war nichts, ne? Ah, doch, da war eine Raupe. Marienkäfer. Okay. 10 Stück. Ne, das sind keine. Okay, das ist auch schon mal nix. Da haben wir noch eine Raupe. Eine Flöte, Schlüsselschere, Gottesanbeterin. Wenn wir im ganzen Chaos hier was finden. Okay, da machen wir auch nichts. Dann können wir mal hier gucken. Da krabbelt ja seelenruhig durch die Gegend, auch nicht verkehrt. So, Marienkäfer. Ja, wenn man sie sieht, sind sie relativ leicht zu finden. Ja, so viel dazu, sind nur 9. Wo ist der 10.?
So viel zu diesem Thema. Ah, da ist er. Okay, dann haben wir die wenigstens mal. Gut. Das sah so verdächtig brauchbar aus. Aber wir spielen ein Let's Wimmel. Was erwarte ich da? So, Schlüsselschere, Gottesanbeterin. Medaille, Öllampe. Was haben wir da eingesammelt? Ein Schäufelchen. Können wir hier was ausbuddeln? Ah, ein Zahnrad. Das wir nicht benutzen können. Ach, wirklich? Für was haben wir das jetzt ausgebuddelt? Da ist der Schlüssel. Für was haben wir das jetzt ausgegraben? Kann ja da nichts mit anstellen. Könnten wir hier sonst noch was sammeln? Nö, ne? Hier braucht man einen Schlüssel. Zip. Huch. Snackt ja einfach mal die Spinne weg, auch gut. Dosenöffner. Okay. Ah, da ist die Schere. Medaille. Nö. Kolossanbeterin, Medaille, Öllampe. Finden wir hier aber wohl auch nicht. Hier kriegen wir nur Fischi, Fischi, Fischi. Da ist die Medaille. Da haben wir den Fisch. So. Da ist die Öllampe. Gottesanbeterin. Ja. Die Balier, diese abgefressenen Hände da. Wachssiegel, dann brauchen wir schon eine Katze für das irgendwas, ne? Warte mal, Gottesanbeterin fällt mir gerade ein. War die nicht hier? Nee. Ah, das war hier Flatterfee. So. Wachssiegel. Für was wir das Ding ausgraben konnten, ne, werde ich auch nicht schlau draus. Vielleicht brauchen wir es später noch. Ich weiß es nicht. Wachssiegel ist immer noch rot, heißt, irgendwas müssen wir anstellen mit. Ach, das funkelt nicht mehr. Also hier können wir schon gar nichts mehr holen, oder wie? Ach, hier auch nicht. Okay. Ach da, Wachssiegel. Gottesanbeterin, wo ist die denn? Schiel ich jetzt, oder? Nee, die ist noch hier. So, Pleitergeier hat sie ja gerade gefressen. Hä? Kapier's gerade nicht. Ach, da. Nun kann ich den Dämon exerzieren. Wenn ich alle Zahnräder hätte, könnte ich das Schloss öffnen. Ist das nicht dein Ernst? Okay. Also brauchen wir das doch. Naja, gut. Okay. So. Da haben wir noch eins. Eins ist drüben im Eimer. Im Blumentopf.
Und eins war da hinten noch. Ja, das ist natürlich nicht. Tja, das letzte. Nee, ist hier. Okay. Also suchen. Ist das da? Nein. Zahnräder. Oder Zahnrad vielmehr. Das haben wir ja ausgegraben, das haben wir aber auch gesammelt. Brauchen so eins. Müssen wir es halt nur noch sehen. Ich sehe es gerade nicht. Ich suche es gerade, aber... Nee, es ist aber hier. Ich finde das witzig, dass er jedes Mal wieder gelaufen kommt. Ach da, guck mal. So, sammle die Einzelteile von Mephistos Brief ein. Was? Wo denn? Ach, da wieder. Okay. Wieder Fetzen sammeln. Wie viel brauchen wir? Wieder 6 Stück, ne? Ja. Okay. Weil wer geht da hin und zerreißt ja alle in Einzelteile? Macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Zumal, weil machst du jetzt mal die Mühe und baut die wieder, setzt sie wieder zusammen. Das wäre ja das nächste. Ist hier noch ein Fetzen? Nö. Das Schloss ist defekt, die Zahnräder fehlen. Ich muss sie einsammeln. Okay. Und an ihre angestammten Plätze setzen. Okay. Woher weiß ich, ob das jetzt ein angestammter Platz ist? Also, die sind alle gleich groß, die Dinger. Okay. Das nicht. Naja, geht auch nicht. Nee. Das könnte hinhauen, ja. So, jetzt brauchen wir eins mit gleicher Zahngröße. Haben wir aber nicht mehr. Das da, ja. Ist aber unnötig für noch was, ne? Da, guck mal. Das hätten wir gar nicht gebraucht. Na, oh Gott. Oh doch, brauchen wir. Das bleibt nämlich gar nicht offen. Ah, okay. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich da runter? Oder? Naja, das passt schon mal nicht. Das passt da rein. Das sind jetzt alles nur noch... Ja, die kriege ich alle nicht miteinander gezahnt. Oh, ich muss da hoch und da runter. Das ist ja mal mies. Okay, warte mal, dann machen wir das mal so. Hey. Ja, das geht. Und dann so. Ja, Victoria. Okay. Ein Hinweis aus der Halle. Ich muss zugeben,